out of time. I want it all, and I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all, and I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars, even when I give it all away. I want it all. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich wollte einfach mal ein bisschen darüber labern, dass ja ein neues Gebiet rauskommen soll, östlich von Firgrove. Ja, und ich wollte darüber einfach mal ein bisschen reden. Ich werde jetzt nebenbei ein bisschen leveln, einfach meine Angel Feather. Ja. Also, das Gebiet wird östlich von Firgrove sein. Ich kann es gleich mal auf der Minimap zeigen. Also, hier dann das ganze große Gebiet beim Jorberg hier. Also, es wird ein riesiges Gebiet sein. Ich freue mich schon drauf. Es haben sich viele in das Gebiet reingebackt, um zu sehen, was da los ist, wie es aussieht. Star Stable hat gesagt, hat geschrieben als Post, dass sie jetzt alles nochmal ändern werden. Es haben sich trotzdem noch welche ins Gebiet reingebackt, obwohl es schon geändert wurde. Also sie machen Star Stable alle nicht leicht, aber ja, man kann halt so fies sein, man kann dreist sein, man kann gemein sein und sich schon nach dem Post vom Star Stable Team immer noch reinbuggen. Ja, es ist schade, aber es ist so. Ja, wann es kommen wird? Meistens kommen die Gebiete ja im November raus. Zum Beispiel Südhof kam im November raus, glaube ich, soweit ich weiß, irgendwo Anfang, Ende November, mitten im November, irgendwie sowas. Das Jorvik Shopping Center, Aldins Platz und so, kam alles im November raus. Epona, ja, und ich glaube, ich hätte mir gut vorstellen können, dass das Gebiet auch im November rauskommt. Aber nachdem sich jetzt so viele reingebackt haben, um zu sehen, was da jetzt so ist, mussten sie es ja nochmal neu machen und es dauert dann natürlich auch länger. Sie sind jetzt wahrscheinlich schon ziemlich weit. Aber ja, ich glaube, es könnte ein bisschen länger dauern als bei den anderen Gebieten. Es sollte ein bisschen Fantasy-mäßig gestaltet sein, magisch einfach, vernebelt, mit Glühwürmchen, die rumfliegen, also so richtig magisch, so richtig Fantasy. Ich hätte da ein paar Vorstellungen gemacht, in etwa so, das könnte ich jetzt hier einmal einbilden, hier. Ja, so hätte ich mir das in etwa vorgestellt. Es sollte ja auch ein bisschen magisch aussehen. Oh, Angel Feathers Level 2 gewonnen. Ich würde mich freuen, wenn es da viel Story gibt, weil ich glaube, wenn man an diesem Ort ist, möchte man viel Story haben, weil ich kann es mir sehr, sehr schön vorstellen. Und ich würde mich freuen, wenn es viel Story gibt, weil ich würde liebend gern öfters an dem Ort sein. Ja, vor allem für die, die jetzt schon älter von den, höher von den Leveln her sind. Zum Beispiel Level 20 oder so, die haben ja dann nicht mehr so viel zu tun. Bei mir wäre es eigentlich unnötig, weil meine Quests, weiß gar nicht mehr richtig, wo ich anfangen soll. So viele Quests habe ich. Aber ja,
Ich würde mir trotzdem vorstellen, dass viel Story ist. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht auch an dem Ort vielleicht auch noch was gibt, wo man zum Beispiel noch Stories mit Fripp machen kann, mit den Druiden. Finde ich, würde ganz gut passen. Auf jeden Fall sehr viel, was man machen kann. Ich freue mich schon unheimlich darauf. Ja, ich kann es mir sehr, 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 sehr toll vorstellen. Ich hoffe, dass die Leute, die sich jetzt reinbacken, dass die Star Stable nicht allzu sehr Probleme machen. Nicht, dass Star Stable nochmal umgestalten muss, sag ich mal. Ich find's ziemlich, ja, dreist gemein. Wie kann man sowas machen? Ja. Ich meine, viele würden es machen, viele machen es. Weil sie sich einfach denken, ja gut, ich backe mich jetzt mal schnell da rein, um zu sehen, was da jetzt los ist. Dann schaue ich da ein bisschen, wie weit die sind. Dann poste ich das auf Facebook und was weiß ich. Und dann backe ich mich immer wieder rein, um zu schauen, wie weit sie sind. Ja, ich verstehe es nicht wirklich. Aber gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche User... Oh, Spirit ist da. Dass manche User schon so fies sein können. Aber ich würde es nicht machen. Ich würde mich nicht mal trauen wegen Accountsperre und allem Möglichen. Ich würde es aber auch gut finden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es schon gemacht haben, aber ich würde es gut finden, wenn Star Stable dann zum Beispiel, wenn sie sich weiterhin in das Gebiet backen, auch Accountsperren machen. Denn ja, ich würde es fair finden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schon eine Accountsperre gemacht haben für die Leute, die sich reinbuggen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde es halt fair finden. Ja, ich war schon auf Südhof. Da kann man schon ein bisschen was sehen. Hinten. Man sieht jetzt nichts Genaues, aber... Man kann schon ein bisschen sehen, wie die gearbeitet haben. Man sieht einen großen Wald mit vielen Bäumen, sieht man. Es ist ein großer Hügel. Auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Gebiet, wie man hier eben auf der Minimap sieht. Es wird ein riesiges Gebiet. Bin ich jetzt vorbeigeritten? Nee, zum Glück nicht. Ich freue mich wirklich drauf. Ich weiß, ich sag's tausendmal, aber ich freue mich wirklich, wirklich drauf. Ja, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es magisch ist. Ich könnte mir auch vorstellen, obwohl sich welche reingebackt haben, dass sie es immer noch so Fantasy-mäßig gestalten. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil es, weil die meisten Orte zum sind zwar schön, also ich finde manche Orte wirklich schön, aber nicht wirklich Fantasy-mäßig, nicht wirklich magisch. Fort Pinter ist zwar auch schön gestaltet, aber finde ich jetzt auch nicht... Oh Gott. Finde ich jetzt auch nicht magisch in dem Sinne. Grüntal. Das Grüntal kommt schon ziemlich nah ran. Aber ich weiß nicht, vielleicht machen sie es jetzt auch komplett anders. Ich weiß nicht, ob es mir dann immer noch so gut gefallen würde. Ich weiß es nicht. Aber Star Stable denkt sich ja dann gerne mal Sachen aus. Auf der einen Seite würde ich mir wünschen, dass sie es immer noch magisch, fantasymäßig gestalten. Aber ich glaube, auch wenn sie es jetzt nicht mehr so machen, könnten sie da trotzdem schon was Gutes rausholen. Ich vertraue der Star Stable. Bis jetzt hat Star Stable alle Orte für mich wunderschön gemacht. Aber ich würde mich eben über einen magischen Ort freuen, weil es das so gut wie nie nirgendwo in Star Stable gibt. Ja gut, es gibt kleine magische Orte, sage ich mal, in Anführungsstrichen magisch-fantasy-mäßig.
Zum Beispiel das Grüntal, wie ich eben schon gesagt habe. Aber da ist ja wirklich nicht viel Story, sag ich mal. Also da ist hier so gut wie gar nichts und es ist ja auch ein wirklich kleiner Ort. Und es wird ja auch ein riesengroßer Ort beim Jorberg. Beim Jorberg. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was Star Stable da rausholt, was Star Stable macht. Und ich bin auch gespannt, wann es rauskommt. Wegen den Verzögerungen, wegen dem Bangen. Ich könnte mir vorstellen, so um den Dreh November, wenn sie jetzt schon ein bisschen weiter sind, bis Dezember oder spätestens Januar, könnte ich mir so um den Dreh vorstellen. Jetzt im Oktober wird es, glaube ich, nicht mehr fertig. Glaube nicht. Und ich frage mich auch, ob man für das Gebiet ein bestimmtes Level oder ein bestimmtes Rufniveau braucht. Zum Beispiel, wenn man jetzt frisch mit Star Stable angefangen hat, also frisch gebackener SSO-Spieler ist, dann kann man ja noch nicht nach Silverglade und ich bin und Firgrove und so, weil man eben noch nicht nach Silverglade kann, also auch nicht nach Firgrove. Und es ist ja östlich von Firgrove, neben Firgrove, über Firgrove, so in der Richtung. Also bin ich gespannt. Oder ob man da zum Beispiel auch von woanders hin kann. Das würde mich auch interessieren. Oder ob man hin kann schon, also wenn man noch nicht so hohes Level hat und man, oder man zum Beispiel ein bestimmtes Rufniveau braucht. Das würde mich auch interessieren. Aber ich hoffe, dass man kein bestimmtes Rufniveau oder Level braucht, denn und für die, die noch nicht so lange spielen, ist es natürlich schade, wenn sie da noch nicht hin können. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es ein wirklich schöner Ort wird. Und die möchten dann bestimmt auch dahin und dann wäre es schade. Aber da lassen wir uns am besten überraschen. Ich glaube, Star Stable regelt das schon ganz gut. Ich glaube, Star Stable bekommt es schon richtig gut hin. Ja, ich frage mich, ob es dann in Star bei dem neuen Ort, wo jetzt der Jorberg ist, auch Dörfer und Städte gibt oder ob es einfach nur oder ob es große Dörfer gibt, ob es kleine Dörfer gibt, zum Beispiel im Südhof, da ist ja nur ein ganz winziges kleines Dorf und das meiste ist einfach nur freie Fläche. Oder in den Hollowoods, da ist ja auch gar kein Dorf, außer anschließend dann Valedale. Es soll auf jeden Fall einen großen Wald geben. Ich weiß nicht, ob es nur aus einem großen Wald besteht. Oder ob es verschiedene kleine Wälder gibt, ob es einen großen Wald gibt. Das weiß ich noch nicht. Aber es soll auf jeden Fall einen Wald oder Wälder geben. Der Ort neben Firgrove soll den Namen haben Firfall. Ja, es ähnelt sehr Firgrove. Auch vorne mit der Silbe Fir. Bloß nicht Firgrove, sondern Firfall. Oh, da ist ein Hufeisen. Schnapp ich mir noch schnell. Na komm. Ich bin sehr gespannt. Ich frage mich auch, ob es da vielleicht dann auch irgendwelche magischen Wesen dann gibt. Wenn es schon so ein Fantasy-mäßiger, geschichtenmäßiger, magischer Ort ist, ob es dann auch dementsprechend magische Tiere gibt. Das interessiert mich auch ziemlich. Und was auch mit den Charakteren, was mit den Leuten ist. Also, das frage ich mich auch, ob die ganz normal einfach sind, wie auch hier zum Beispiel in Silverglade, Fort Pinter oder so.
oder ob die auch irgendwie besonders sind. Ja, ich sag die ganze Zeit M. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel große Trauerweiden geben könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es welche geben könnte. Mit zum Beispiel steinernen Brücken und von Moos bewachsen und Heidekraut und alles Mögliche. Auch mit Statuen ganz viel und einfach so, wie man sich halt einen magischen Ort, so einen Fantasieort halt vorstellt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es, ja, es soll ja ein bisschen, dass es ein bisschen neblig ist. Dass es sehr viel Moosgrün gibt. Dass es sehr moosgrün wird mit viel Moos. Und ich könnte mir auch magische, was heißt magische, Pilze vorstellen auf dem Boden im Moos. Und alte knorrige Bäume einfach. Das würde ich wunderhübsch finden. Also das würde ich wirklich traumhaft schön finden. Ich glaube, ich blende dann auch nochmal paar Bilder ein, wie ich mir alles so vorstellen würde. Und dann blende ich nochmal wichtige Sachen ein. Zum Beispiel, wo es Wanz rauskommt, der neue Ort. Und alles sowas. Und das blende ich dann nochmal ein. Ich mache jetzt noch schnell hier das Rennen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Im Moment ist es ja noch der Jorberg. Ja. Dann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß jetzt noch mit den abschließenden Szenen am Ende. Und ich hoffe, ihr seid auch so gespannt. Ich würde mich sehr über Kommentare freuen. Und ja, ich hoffe, ihr seid im nächsten Video mit dabei. Bis dann. Tschüss.